Servus beieinander und herzlich willkommen zu einer neuen Multiplayer-Folge in Forza Horizon 5. Und wie ihr am Startplatz seht, wir spielen mal wieder Escort the President. Und mit mir heute dabei sind der Brücke Golf Carplayer 44, Nintendo RC, K-Max, Letney, Otti, Per Vickers, Bad Boys, Gott und ZSK Falken. Grüß euch! Hallo. Moin. Hallo. 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 Ja, und wir haben hier auf der Seite drei ganz potente Racer-Autos und die Racer haben beschlossen, sie stellen sich selber vor und wir beginnen mal hier bei den Stützrädern. Ja, die Stützräder, die gehören momentan noch zu mir. Ich bin der K-Max und Racer Nummer Stützrad. Der zweite Racer bin ich, der Perika, und bei mir wird es kunterbunt. Ja, und ich bin der Splatboy, der dritte Racer. Ich habe schon mal die Ambulanz mitgebracht, weil die braucht ihr gleich für euren Präsidenten. Naja, gut, solange du da kein Versprechen draus machst, habe ich keine Angst. Ich verspreche das. Aber Ja. naja, du kannst dann dich wenigstens hinlegen und dich entspannen. Genau. Habe ich dann wahrscheinlich auch nötig. Ja, und damit geht's los in die Besprechung. Ja, und da können wir euch jetzt auch die wirklichen Racer-Autos vorstellen. Fangen wir hier mal bei diesem wunderschönen Lambo an. Welchem Lambo? Ach so, ja, bei dir. Also, ich fahre den Murcielago LP 670-4 Super Veloce und bin der Schnelle heute. So, und ich, also der Spadboy, fährt den Toyota Hilux Arctic Truck hier und ich bin natürlich der Heavy Hitter hier. Der Perika für den getarnten Diablo SV als Scout. Ja, somit wisst ihr, was wir fahren und ich würde sagen, wir zeigen euch nochmal kurz die Taktik, beziehungsweise die Taktik erzählen wir euch gleich, wenn wir losfahren. Und damit geht los die Runde. Wir haben uns taktisch enttäuschenderweise für nichts Neues entschieden. Der Schnelle fährt zum Autobahnkreisel, der Scout fährt zur Staudammstraße, Flugplatzstraße, die Kreuzung. Und ich fahre hier mittlere Brücke rüber und stelle mich hier gleich zwischen dem Weg. Obwohl, warte mal, ich bleibe auf der Brücke stehen. Ich mache ein bisschen neue Taktik. Von der Brücke sehe ich das noch besser, glaube ich. Sonst stand ich immer da vorne. Also ich stelle mich tatsächlich auf die andere Seite der Brücke, weil so schnell sind die nicht da. Und von da aus sehe ich nämlich auch die Serpentinenstraße. Okay. Ja, gut, dann haben wir doch ein bisschen andere Taktik. Uah. Aber. Ja, siehst du mich sogar? Nee, wahrscheinlich Ja, nicht. ich bin noch nicht da. Moment. Okay. Nee, aber ich kann von da aus nicht dahin gucken, schon, also. Ah, ich habe sie. Sie sind hier über die Brücke gekommen auf Richtung Strandstraße. Okay. Ja gut, da brauche ich ja fast nicht anzugreifen jetzt von hinten. Wo fahren sie denn lang? Strandstraße wahrscheinlich, ne? Strandstraße, ja. Ja, da brauche ich nicht versuchen, entgegenzukommen. Damit haben sie auf jeden Fall schon mal das erste Haus. Ich fahre übers Festival, weil die werden ja jetzt auch Festival fahren. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja. Herr Wicker, du kannst natürlich querfeldein durchschießen. Ja, ich bin aber beim Flugplatz, da macht Ja, es, glaube ich, klar. nicht so richtig Sinn. Nee, Ich komme zum Mulligen und dann fahre ich nach. Sie fahren Umgehungsstraße. Ja, dräng mich ins Offroad, machst du richtig. Ja, guck, dass sie dich noch nicht zu sehr kaputt machen und wenn sie jetzt dahin, ich meine, sie könnten halt rein theoretisch auch drehen. Ich bin jetzt gleich am Blitzer vom Dragstrip. Mist. Wo seid ihr? Wir sind jetzt in der Blitzerzone Umgehungsstraße. Mittendrin, okay, ich sehe den ersten, glaube ich, kommen, grenzt angreifen. Alles klar.
doch. Ja, schön in der Seite gerammt, das ist gut. Seid ihr schon bei dem Dragstrip? Fahren Dragstrip vorbei. Versuche ihn in den Begrenzer zu treiben, es wird nicht so richtig was. Warte mal, wo fahren sie hin? Fahren nicht Dragstrip. Ja. So. Dann komme ich sofort rein. Ich versuche mal die Limo hier gegen die Steine gleich zu schieben. Wo ist die Limo? Oder irgendwo mitten im Getümmel gerade. Limo fährt jetzt Festival. Damit haben sie auch, wenn sie kein Chat-Signal gegeben haben, das zweite Haus erreicht. Ich versuche mal ein bisschen Schwung zu holen. Oh, sorry, ja. Sie werden, denke ich mal, geradeaus durchfahren. Wenn nicht, sag mir bitte gleich Bescheid. Sie fahren auf die Autobahn. Okay. Nach rechts, Richtung Kreisel. Ja, aber fahren wieder runter. Ja, irgendwie sowas habe ich mir gerade gedacht. Limo steht, sorry Scout. Kein Problem. Durango eine mitgegeben gerade. Ich nehme mir mal diesen leichten Kopf weg. Versuche von vorne zu kommen. Alles klar. Versuchen da ins Haus reinzutreiben. Das hat funktioniert. Ja, sehr schön. Er ist gegen das Haus gefahren. Keine Ahnung, ob es wirklich viel Schaden gemacht hat, aber. Oh, sorry, Scout. Wo ist die Limo? Sie ist vorne jetzt gleich unter Horizon Zeppelin. Horizon Arcade beginnt demnächst. Viel Glück. Ja, wow, das war ich. Kriegen wir ihn da irgendwo in eine Wand rein? Nee. Limo steht. Eins, zwei, ja. Wo will er denn hin? Ach, da hoch will er. Der hat mich hier so ungünstig aufgebockt. Wo fährt er hin? Ich muss mich porten. Er ist in der Driftzone Offroad am Spielerhaus vorbei. Fährt nach unten, oder? Da. Ist jetzt am höchsten Punkt. Okay, ich komme von vorne gleich. Driftzone Spielerhaus, ja. Ja. Ist jetzt in der Kurve. Komm entgegen. Jetzt vorne frei. Ja, ist frei. Sehr schön. Ja, das könnte die Limo gewesen sein und auf jeden Fall ein Durango. Damit haben sie das zweite Haus erreicht. So, wo will er hin? Das zweite, das dritte Haus. Brücke. Brücke. Versuchen runter. Ja, nee, jetzt hat. Das war ich, René. Ich schiebe hier mal ein paar Cops von der Limo weg. Ja, ist gut. So, ich versuche jetzt hinten in die Limo rein. Hab sie getroffen. Ich hole noch mal Schwung von vorne. Das Scout auch. Frontal. Die Limo. Ich hole auch Schwung. Komm, frontal. Es sieht aus, dass die Limo kaputt ist. Das war ich. Das war der falsche, Entschuldigung. Wo ist denn die Limo? Noch da hinten mal. Ah, ja. Andere Serpentinenstraße. Ah, jetzt hab ich euch erwischt. Ne, alles gut. Aber sieht so aus, dass sie immer kaputt ist. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich reparier mich oben am Haus oder zum Haus und komme dann nach unten. Alles klar. Weil ich denke mal, die werden gleich rechts abbiegen. Sagt mir, falls sie es nicht tun. So, ich habe jetzt meine letzte Reparatur gezündet. Wie sieht's bei euch mit Reparaturen aus? Ich hab noch keine gemacht.
Ich hab erst 8% Motor, alles gut. Dann hau mehr von vorne drauf. Ich komme von vorne, aber sehe Limo die steht. Noch. Limo fährt rückwärts. Linke aber oder rechte Seite? Dreht um. Dreht wieder um. Ja, Limo frontal. Also braucht ihr aber eure genau. Extra Reparatur quasi nicht, dann kann ich die dritte nehmen, oder? Ja. Ja. Hab schon wieder 32 Motor. Limo ist geghostet, ich hol Schwung. Rein theoretisch hat damit das vierte Haus. Ja. Wir müssen uns mal koordinieren, dass wir die Limo. Ich komm von vorne. Ich sehe sie nicht mal. Die kommt hier kaum den Berg hoch. Das wäre schön. Frontal. Stehen bleiben. Limo zupacken. Ja, komme. Na, ja, Entschuldigung. Ich fahr vor die Limo. Warte, ja, gut, jetzt muss ich ihn zurücklassen. Drehen Sie um? Nee, Sie fahren Richtung. Sie müssen nur noch zum Flugplatz. Ah, okay. Glaube ich, oder? Nee, sie haben vier Häuser. Ja. Eigentlich müssen sie noch ein Haus. Sie haben Strand, Festival, Molege, das. Sie haben erst vier, sie brauchen noch eins. Ich port mich Kreuzung. Alles klar. Baum, Baum, Baum. Ich komme euch entgegen. Ja. Weg ist frei. Ist auf der linken Seite von uns aus gesehen. Ich habe auf jeden Fall einen Durango und irgendwas erwischt. Die Limo nur so mehr weniger als mehr schlecht als recht, aber ordentlich Schaden ausgeteilt, glaube ich. Hab jetzt meinen Reparaturpunkt gebraucht. Hä, was geht hier denn? Hier versuchen, kommt gleich die Brücke. Versuchen schon die Limo zu schützen. Versucht die Position der Cops zu zerstören da vorne. Dass die Limo in der Brücke frei ist. Ah, jetzt einen NPC erwischt. Ja, schön schiebst du sie dahin. Versuch mal die Limo hier rechts in irgendeinen Baum zu kriegen. Limo ist vorne frei. Links im Baum hier mit der Limo. Schön gemacht. Ah, ich habe leider noch keinen Baum erwischt mit dir. Ja, lass mal die Limo wieder raus. Ich bin gespannt, wie sie hier im Haus vorgehen. Rein theoretisch könnten sie drehen. Werden die langsamer? Ich mag sie langsam. Okay, ich komme von vorne. Versucht mir zu sagen, wo die Limo ist. Die, rechts von deiner Seite. Ja, mich abgewehrt, aber dazu wird zwei andere Cops mitgenommen. Bei nächster Gelegenheit. Wo zum Henker seid ihr? Direkt vorne. War eben vor der Limo. Nein, hier als Gruppe. Wir sind jetzt am letzten Haus unten. Unten. Lübbelstraße Süd. Oder? Ja, genau. Fahren jetzt in Richtung Driftzone quasi. Flussstraße. Unter der großen Brücke. Weißt du, wo wir sind? Unter der großen Brücke. Ich habe ein Abzweig verpasst. Ja, sehr schlau. Wir müssen dann. Wir sind auf der asphaltierten geblieben, quasi. Okay, ich komme euch entgegen von der Flugplatzstraße aus.
Flugplatzstraße? Ihr seid doch Flussstraße, ja, oder nicht? Wir fahren Flussstraße hoch, jetzt gerade Richtung Ackerstraße quasi. Ah, okay. Ja, da machen die Kopf einen Stau. Ja, Pinsel, zähl, wenn sie steht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, mit Gutwill, aber nicht zehn. Ich hol Schwung. Ich auch. Da haben sie keine andere Wahl. Renne und ich würde sagen, ich fahre als Erster. Ja, weg. Mach als Erster ruhig. Abgetroffen. Ich habe einen Durango. Und was kriege ich noch? Camaro. Ich versuche nochmal Schwung zu holen. Wo bist du, K-Max? Bin jetzt auf der Brücke an der Staudamm Südstraße. Brücke Staudamm Süd. Wir sind auf jeden Fall gleich hier Driftzone raus. Wir werden zu der Ackerstraße wieder zurückkommen. Ja. Ich fahr mal hier hin und hol hier Schwung in der Hoffnung, dass sie sich das anders überlegen. Ja, Pervika, fahr zurück, die überlegen sich das anders. Meine Theorie hat geklappt. Oder? Doch. Nein, ich wollte die Limo dazu bringen, dort reinzufahren. Ah, ich habe halt nur 66 Motor jetzt schon wieder, also. Ich bin da, ich habe euch gefunden. 73 Motor, also mir geht's gar nicht mehr gut. Wow. Aber ich habe, glaube ich, gut Schaden ausgeteilt dafür. Wo ist jetzt die Limo? Hast du gerade weggeschoben. Ich sehe die nicht. Scheiße. Steht gerade Offroad. Ich sehe die Limo nicht. Das ist ja mal sehr schlau. Ja, dann, wie viel Schaden hast du gerade? 8,5. Ah, das ist scheiße. Im Normalfall würde ich jetzt sagen, port dich neu. Ich sehe sie nicht mehr. Keine Chance. Ja, ja, port dich neu. Port dich einmal neu davor. Ja, und ich werde mich deshalb nicht reparieren. Ich habe nur 4% Schaden. Okay. Hast du jetzt gesehen? Nö. Wie warst du getroffen? Eins. Ja. Ja, ich sehe sie nicht, sorry. Ja, dann würde ich jetzt aber sagen, nicht nochmal porten, dann greif die anderen Cops an und Pervika, du musst versuchen, die Limo hier. Versuche. Das war ich. Ja. Aber auch die Limo. 84 Motor. Autsch. Ja, das war's für mich. Ich bin raus. 90 Motor. Ich stelle mich jetzt hier auf den Dirtweg und komme mit der Drohne. Oh, ich habe den 8C getroffen. Richtig schön. Oh, oh, nein. Und er schiebt mich durch irgendeinen Bug die Brücke runter. Aber ich lande auf den Vieren. Mit 56% Motor. Da hat sich ein Durango direkt in den Baum gesetzt. Wo seid ihr ungefähr? Ah, da kommen sie schon. Aber ja, in der Drohne sieht die Limo jetzt sehr gut noch aus. Aber Flugplatz ist Sperrzone, ja, oder? Ja, ja. Sie haben es jetzt geschafft, also sie haben ihre Limo durchgebracht, haben gut verteidigt. Ich glaube, schlecht angegriffen haben wir auch nicht. War jetzt halt doof mit der Sync, dass du sie zum Schluss nicht mehr gesehen hast. Aber wir haben uns jetzt schon einmal mehr zurückgesetzt, da hast du 8% Schaden gehabt und eben als du sie nicht gesehen hast, hast du sie halt voll getroffen. Es wird ihr, denke ich mal, auf jeden Fall Schaden gemacht haben, wenn sie dich gesehen hat. Ja, da jetzt nochmal zurücksetzen, wäre dann doof gewesen. Und von daher würde ich sagen, war es unterm Strich eine gute Runde. Ich hoffe, zum Zuschauen hat es Spaß gemacht. Wenn ihr denkt,
wie sah es denn aus der Sicht der Limo aus oder aus der Sicht von einem anderen Cop oder von meinem Racer-Kollegen, dann steht unten unter der Videobeschreibung ein Link oder mehrere Links, da könnt ihr draufklicken und da könnt ihr euch die anderen Sichten angucken. Und da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was zu gucken. Und von daher würde ich sagen, lasst ein Like und Abo da, besonders bei den anderen Sichten. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!